Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Chaos-Tisch. Ja, herzlich willkommen erstmal zu dem neuen Video. Es wird heute kein Unboxing, das werdet ihr ja wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben. Ich möchte mit euch das letzte angeboxte Bild ein bisschen weitermachen. Ich habe es schon weitergemacht, bis mir dann heute Morgen eingefallen ist, naja, ich könnte ja mal so weitermachen, dass ich zumindest dieses Gesicht von dem Panda-Bär mal habe, damit ich sehen kann, kommt der Panda-Bär so raus. Weil ich habe nämlich schlauerweise, ich meine, es ist auch egal, wo ihr anfangt, aber ich habe erst unten in der Ecke angefangen. Also, primär haben wir ja oben in der Mitte. Oben in der Mitte ist auch blöd, aber so, wartet mal. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen beiseite räumen. Also hier sind meine Reststeine drin. Ich brauche auch diesmal leider eine große Tasche, weil ich das einfach besser wegpacken kann. Werdet ihr auch gleich sehen, warum. Also, ich muss jetzt nur mal gleich mal gucken, sonst wird das hier nichts. Also, schaut mal. Das ganze Bild mal einmal durch die Gegend geschoben. Das ist ja die Paintprobe, die wir gemacht haben. Schaut mal da unten. Hier habe ich tatsächlich schon ein Stückchen gepaintet. Das sah auch bisher ganz gut aus. Die Steine waren auch gut. Hier haben wir ein paar Lücken drin, aber halb so wild. Ja, hier bin ich aber noch nicht weitergekommen, bis ich mir dann überlegt habe, naja, ich könnte ja mal das Gesicht machen. Rutschen wir das Ganze mal wieder hoch. Und dann habe ich hier angefangen. Also im Endeffekt ist es total egal, wo ihr das Bild anfangt. Hauptsache, ihr fangt es überhaupt an. Also es ist überhaupt nicht schlimm, das Bild irgendwo anzufangen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir hier Tesastreifen draufgeklebt und habe quasi an der Kante jeweils, wie ihr auch sehen könnt, die Folie eingeschnitten, dass ich quasi genau dieses Stück habe zum Painten, damit ich auch weiß, wo endet meine Folie, die ich abgezogen habe. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit und ich habe natürlich noch eine Frage an euch. Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Themen haben. Also ich werde es auf jeden Fall gleich erstmal weitermachen und möchte mit euch dann halt was besprechen oder auch nicht. Manchmal kommt man ja beim Reden vom Höckskin auf Stöckskin, also vom einen Thema zum anderen. Aber ja, also bisher war das wirklich gar nicht schlecht. Das Einzige, was mich ein bisschen annervt, ist, dass ich keine Papierlegende habe. Ich painte jetzt hier auf der Seite. Ich habe einmal hier oben eine Legende und da hinten unten eine Legende. So, aber dadurch, dass das Bild so groß ist, habe ich das hier oben ein bisschen eingerollt. Jetzt sehe ich teilweise die Symbole nicht mehr. Jetzt muss ich immer wieder gucken, dass ich gucke, was es für eine Symbole sind. Mein Gott, mein Deutsch heute Morgen ist auch nicht das Beste. Verzeiht mir bitte. Nicht so besonders toll, aber nun gut, ich hätte mir auch erste Papierlegende machen können und dann anfangen zu painten, aber nein, ich habe irgendwie bunt gemixt. Ich habe auch, was die Aufbewahrung angeht, in diesem Bild bunt gemixt. Ich habe noch ganz viel in den originären Tüten. Ich habe einiges in so ein paar Zipptüten und ich habe mir so eine Box vom Baumarkt geholt, wo ich mir die Steinchen reingefüllt habe, die ich brauche. Jetzt habe ich natürlich 3363 irgendwie. Hä? Toll. So, das gehört da noch rein. Also da passen 20 von diesen kleinen Flaschen rein. Damit komme ich aber ganz gut hin. Und die passen halt perfekt. Die kann ich einfach aufs Bild stellen und dann kann ich mir die Flasche raussuchen. Ich habe die hier nach aufsteigenden DMC-Nummern sortiert. Ich kann mit DMC-Nummern irgendwie besser painten. Ja, man muss immer auf die Legende gucken. Man muss gucken, okay, was habe ich? Aber wenn ihr da eine Nummer von 1 bis 15 drauf habt, guckt ihr genauso auf die Legende. Also ob ich dann mir das Symbol raussuche, was ich mir dann suchen muss, oder ob ich mir die DMC-Nummer raussuchen muss, die ich in numerischer Reihenfolge mir irgendwo hingelegt habe. Also für mich ist das mit DMC-Nummer einfacher, als mir anhand einer Nummerierung von 1 bis 45 dann erst das Symbol rauszusuchen, das Symbol dann irgendwo zu suchen und das dann painten zu können. Also ich finde das mit der Nummerierung, weil es ja auch aufsteigend ist, ne, für mich ein bisschen einfacher. Aber das kann jeder handhaben, wie er möchte. Wie er am besten zurande kommt, das ist auch völlig in Ordnung. So, ich wollte hier weiterkleben mit dem Plus. Das Plus ist die 762. So, die 762 habe ich, glaube ich, als Dingsbums-Tütchen. Ja, da ist es auch schon. Ja, das ist mit dem... Also ich meine, ist natürlich nicht so optimal, jetzt mit zwei verschiedenen Sachen hier rumzuhantieren, sage ich jetzt mal. Aber für mich ist es jetzt in dem Falle wirklich in Ordnung. Ich schiebe euch mal noch ein bisschen, dass ihr noch ein bisschen mehr sehen könnt. So,
Könnte jetzt, ja, es geht, denke ich mal so. Ja, also es ist natürlich mit so verschiedenen Aufbewahrungsmöglichkeiten nicht so unbedingt so toll. Wenn ihr ein Bild anfangt, überlegt euch ein Sortiersystem und benutzt es dann. Für mich ist es nur so, dass ich dieses Bild ja auch irgendwann wieder wegpacken muss zwischendurch. Und ich habe mir, ja, wie gesagt, das sind jetzt A5-Taschen. Wenn ich die nicht painte, dann packe ich das in das ist A4, Entschuldigung. Wenn ich die nicht painte, dann packe ich die in so halben A5-Tüten rein, weil da brauche ich ja keine Aufbewahrungsmöglichkeiten. Aber hier kann ich dann nachher auch die ganzen Flaschen mit reintun und kann das dann einfach zumachen. Das heißt, da ist genug Platz drin, um alles dann zu verstauen, bis ich dann das nächste Mal weitermache. Ich werde mir dieses Bild auch aufhängen. Und zwar habe ich mir überlegt, mir hier jeweils links und rechts einen Faden durchzuziehen mit einer Nadel, weil es ist ja, also ich denke mal, da wird eine Nadel durchgehen durch die Dings. Und dann werde ich das an den Schnüren aufhängen, weil dann kann man mehrere Leinwände besser übereinander stapeln. Ich habe mir so Sachen für einen Schrank zum Aufhängen besorgt, ne, wo man die dann reinhängen kann. Und ja, ich meine, Hosenbügel gehen auch, aber ich habe das Problem, dass bei Hosenbügeln das schon sehr schnell mal rutscht und so. Und beim Faden, wenn ich hier einen Faden durchsteche mit einer Nadel, da kann nichts rutschen. Ja, der bleibt dann auf jeden Fall fest und dann kann ich das aufhängen. Ich habe mir aber schlauerweise, weil ich ja, wenn ich jetzt mehrere Bilder habe, natürlich immer den gleichen Abstand einnähen muss, ne? Habe ich mir hier so eine schöne Leiste gebaut, wo ich dann weiß, wo und wo ich dann einmal mit der Nadel durchgehen muss. Ne? Einmal da und einmal da. Das ist ein Abstand von, ach, lasst mich lügen, 40 cm. Also ideal für Bilder 50 mal 70 zum Aufhängen. Und dann kann man die schön immer gleichmäßig an denselben Haken aufhängen. Ich zeige euch mal die Haken. Bevor ihr dann fragt, was meint sie denn damit, zeige ich euch. Ich muss allerdings gestehen, ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Solche Dinger, also die gibt es natürlich auch in Edelstahl. Ich habe die jetzt mit Samt bezogen, irgendwo mal besorgt, gekauft. Ich habe keine Ahnung mehr wo. Aber die sind natürlich super für die Schränke, weil die nicht so schnell zerkratzen, weil die halt nicht Metall auf Metall liegen. Und da kann man dann einfach hier auf den Haken immer schön die ganzen Bilder dann einhängen. Und ich sag mal, da passen einige drauf. Und die sind auch wirklich stabil. Also von daher, da passiert auch nichts. Und das habe ich mir so überlegt, weil dann kann ich. Die Taschen mit den ganzen Flaschen und so, die kann ich dann irgendwo stapeln, die ich dann halt in Bearbeitung habe. Die kann ich dann in eine Kiste tun. Und dann habe ich die Sachen, wo ich noch am Arbeiten bin. Also zumindest will ich hier das zumindest so lange weiterarbeiten, bis ich den Panda-Kopf einmal euch zeigen kann, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie das dann aussieht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das dann so mache und mir die dann irgendwo weglegen kann. Bis ich dann quasi so weit erstmal durch bin und dann kann ich die ja ein bisschen mehr beiseite legen. Weil ich werde dieses Bild nicht so schnell fertig bekommen. Ich habe so viele andere Sachen noch. Da kommen ja noch diverseste Unboxings. Und da ich ja, mit dem, wie gesagt, ich möchte euch ja natürlich auch mal zeigen, wie sieht es denn weiter aus? Weiter gepainted aus. Ist mein erster Eindruck wirklich in Ordnung? Oder ist es dann schlechter oder besser oder wie auch immer? Und das kann ich natürlich nur, wenn ich ein Stück weiter gepaintet habe. Aber ich habe halt nicht die Zeit, alles fertig zu painten, weil die Sachen sind nun mal nicht in der Woche fertig. Da machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das muss ich euch auch nicht erzählen, die ihr angefangen habt zu painten. Das ist halt ein sehr großes Bild, ne? Die sind halt nicht so schnell fertig. Aber ich kann es zumindest ein Stück weitermachen, um euch dann so ein paar Sachen zu zeigen. Das heißt, ich werde auch bei den anderen Bildern mal gucken, wo ich dann eine Stelle finde, die ich euch gut zeigen kann, wie das dann so aussieht. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Mix zwischen Unboxing und dann so zeigen, wie die Projekte weiter wachsen. Irgendwann werden sie auch fertig, auch wenn ich 50.000 Stück angefangen habe. Das ist ja nicht so, dass die schlecht wären. Die fangen auch nicht an zu schimmeln. Das ist ein enormer Vorteil. Da kann auch keine Farbe eintrocknen. Ich denke, der Kleber wird da auch nicht so empfindlich sein. Weil ich sag mal, selbst wenn ihr die Bilder aufhängt, wäre ja schlimm, wenn der Kleber irgendwie nach einem Jahr nachlassen würde. Dann würden euch die Steine ja abfallen. Also, glaube ich nicht. Ich meine, klar. Also, ich werde meine Bilder auf jeden Fall auch fixieren, wenn ich sie aufhänge. Einfach um die Oberfläche ein bisschen zu schützen. Wenn ihr die natürlich hinter Glas habt, braucht es nicht machen. Ne? Dann braucht man das theoretisch nicht versiegeln. Nur man muss sich dessen sicher oder bewusst sein, wenn ich das wieder raushole, dann kann es natürlich immer wieder sein, dass dann mal so ein Steinchen abfällt.
beim Versiegeln halt eher seltener. Bis gar nicht. Weil es ist ja alles bombenfest draufgepappt. Also versiegelt ist ja wie so eine Schutzschicht drauf, die ja alles festhält. Und dadurch, dass der Versiegler ja auch in die ganzen Ritzen dringt, wenn er flüssig genug ist, sehe ich da eigentlich gar kein Problem, dass das funktioniert. Was ich bei dem Bild hier tatsächlich überlegt habe, ja, ich habe viele Bilder, wo AB-Steine sich zum Beispiel gar nicht eignen. Bei dem Bild ist es tendenziell auch eher so, dass man sagen würde, ja, AB-Steine sieht ein bisschen doof aus. Ich habe auch kein reines Weiß hier irgendwo, dass ich Weiß einarbeiten könnte. Schwarz finde ich auch nicht so gut, weil Schwarz hat ja diese irisierende Oberfläche. Finde ich persönlich nicht so gut, um das zu nutzen. Was ich allerdings gesehen habe, ist, dass ich zum Beispiel von einer Farbe nicht so viele Steinchen habe. Und diese Farbe habe ich zufälligerweise bei mir auf Lager mit AB-Steinchen. Und zwar ist das eine grüne Farbe. Ja. Und zwar die 704. Das heißt, es sind nur so ein paar. Also ich brauche für das ganze Bild nur so viele Steine. Jetzt habe ich überlegt, die tatsächlich mal gegen die AB-Steine auszutauschen, weil die von der Oberfläche ja auch ganz gut passen. Schaut mal, die haben so eine schöne grüne beschichtete Oberfläche. Das heißt, wenn ich die austausche, ist das so dezent, dass ich in diesem grünen Beiwerk dezent diese Glitzerpunkte drin habe. Ich glaube, das werde ich machen, weil ich glaube, das kommt ganz gut raus mit der 704. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich schon drüber nachgedacht habe, als ich die umgefüllt habe, weil das wirklich sehr, sehr, sehr gut passt, weil ich das auch nicht so konzentriert irgendwo auf einem Fleck habe, sondern wirklich schön über das Bild ein bisschen verteilt. Ich glaube, das werde ich machen. Ich habe echt überlegt, ob ich es machen soll oder ob ich es nicht machen soll, aber ich glaube, ich werde es machen. Was haben wir denn bei der 704? Das ist das X. Ja, sehe ich jetzt hier zwischendurch nicht, aber was mich interessiert, würdet ihr das auch machen oder würdet ihr sagen, nee, lass es lieber bei dem normalen Ton, tauscht da nichts aus, lass es lieber so. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare rein. Mich würde da eure Meinung interessieren. Also, würdet ihr das austauschen, wenn ihr nur so ein paar Effekte im Bild haben wollt oder sagt ihr, nee, würde ich gar nicht machen, finde ich doof. Weil das ist ein wirklich schönes, die hat so einen richtig schönen grünen Schimmerbezug drauf, die Farbe. Das heißt, es ist nicht so anders farbig Glitzer, sondern der Ton, der eigentlich da rein muss, also der Grundton, kommt halt trotzdem noch sehr gut rüber. Weshalb ich glaube, dass das echt ganz gut aussehen könnte. Ich meine, ich kann natürlich, was man machen kann, wenn man sich nicht sicher ist, ne, ist einfach diese Stellen, wo man vielleicht denkt, AB-Steine nutzen zu können, diese Stellen einfach leer lässt und dann hinterher einfach mal schaut, wie diese Punkte so wirken würden, wenn man die da einsetzt. Man kann die natürlich auch immer, also wenn man sie eingesetzt hat, kann man sie natürlich auch wieder rausholen mit einer Pinzette. Ne? Also es ist nicht so, dass AB-Steine jetzt so super fest dann auf dem Bild sitzen, dass man die nicht mehr rauskriegt. Also wenn man die gesetzt hat und der Meinung ist, nee, das sieht echt nicht gut aus, dann holt man sie einfach wieder raus. Die kann man ganz normal vom Bild entfernen, wie die anderen Steine auch. Also das ist überhaupt kein Problem, die kann man ja dann auch wieder verwenden. Es, ne, ist ja nicht so, dass die dann nicht mehr benutzbar sind, sondern man kann die dann einfach weiter benutzen. Das ist also überhaupt kein Problem. Ja, also das habe ich mir überlegt. Bei anderen Farben bin ich mir nicht so sicher. Wir haben ja jetzt kein richtiges Weiß hier bei den Panda-Bären, sondern auch eher so ein Beige-Ton. Wird wahrscheinlich so eher diese Richtung gehen. Oder? Nee, ich habe die Punkte. Also ich habe eher so ein Beige hier. Diesen Beige-Ton ist sehr viel beim Panda drin. Und noch ein anderer Beige-Ton. Also, ist kein Weiß, ne? Also, da würde ich jetzt auch mit anderen AB-Steinen, glaube ich, das sieht doof aus. Deswegen habe ich mir überlegt, das so ein bisschen in die Blätter einzustreuen, dass das da so ein bisschen Effekt bekommt. Das könnt ihr mit vielen Bildern machen. Ja, es gibt, finde ich, auch Bilder, wo es einfach nicht passt. Da muss man halt immer mit dem Bild gucken. Also, das ist halt nicht so einfach. Also, ich wurde auch schon mal gefragt, eignet sich das Bild oder eignet sich das Bild dazu? Und ich finde, wenn ich jetzt hier gerade so eine Hund oder eine Katze painte,
dann finde ich das jetzt nicht so optimal, wobei es drauf ankommt, wie die Katze aussieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine richtig schneeweiße Katze habe, dann kann ich diese weißen AB-Steinchen auch schon mal im Fell so ein bisschen einstreuen, ne? So gerade in die Spitzen oder so, dass das vielleicht ein bisschen Effekt kriegt, weil die haben ja jetzt auch keinen andersfarbigen Bezug, sondern die glitzern halt einfach ein bisschen mehr. Ja, aber ansonsten bei Tieren finde ich das halt schon ein bisschen schwieriger. Wo es halt auch gut geht, ist so Bäume, so Blätter, Grünzeug, so Comicfiguren in der Richtung oder ganz bunte Sachen. Wenn ihr so ganz bunte Cartoonbilder habt, die ihr painten wollt, da kann man natürlich sehr gut mitspielen. Alles, was nicht fotorealistisch ist vom eigentlichen Bild her, sondern ein bisschen, ich sag jetzt mal, verspielter, hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also alles, was nicht so ganz naturgetreu ist, lässt sich ganz gut verwerten. Wobei natürlich bei den Naturbildern, ich denke jetzt mal so an Sonnenuntergang oder so, da kann man natürlich solche Sachen auch sehr, sehr, sehr gut verarbeiten. Und das ist halt was, was so ein Bild halt echt unique macht, ne? Also, wenn ihr wirklich ein Bild habt, was euch richtig, richtig gut gefällt. Ich habe auch schon Bilder gesehen, da hat jemand bei mir orangene AB-Steine gekauft und hat die in den Sonnenuntergang mit reingepackt. Der Effekt, den sieht man leider auf Bildern nicht so gut, weil der Effekt von dem Überzug halt sehr, sehr leicht ist, weil das ein sehr, sehr schöner Orangeton war, womit die überzogen sind. Aber sie sagt, man sieht es halt, wenn man davor steht. Also man sieht es schon, aber auf Bildern und Videos ist es halt immer ein bisschen schwierig, so einen Effekt einzufangen. Aber da kann man das natürlich auch machen, ne? So gerade so Sonnenuntergänge oder so, dann hat man diesen Leuchteffekt noch ein bisschen stärker. Und das macht das Bild halt echt einzigartig, ne? Also nur ihr habt dann quasi eure Bilder mit entsprechend den ausgetauschten AB-Farben, so wie ihr das gerne hättet, so wie ihr das möchtet. Und so wie euch es gefällt. Es geht ja immer darum, dass es euch gefällt. Es muss ja keinen anderen gefallen. Wenn ihr der Meinung seid, ich finde das Bild schön, dann ist das Bild für euch schön. Ja, also ich würde da auch nicht so viel drauf geben, was andere davon halten. Klar, wenn ihr jemand beschenkt, dann wäre es natürlich schön, wenn der Beschenkte sich auffreut und sagt, es sieht gut aus. Aber wenn ihr Bilder für euch macht, dann muss es primär euch gefallen. Und wenn ihr zufrieden seid, dann ist alles prima. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann ist es halt doof. Ja, also sind wir mal ganz ehrlich, ihr macht das Hobby ja für euch und im Endeffekt muss es euch gefallen, wenn es eure Bilder sind, die ihr behalten wollt. Und dann ist natürlich so eine Einzigartigkeit immer total genial. Also auch mit den Leuchtsteinen, ne? Wenn ihr so Leuchtsteine habt, die ihr dann austauschen wollt. Mittlerweile gibt es ja da auch verschiedenste Farben. Selbst wenn ihr ein Bild habt, wo ihr weiß habt und ihr wisst, ihr habt einen weißen Namen zu, den könnt ihr gegen Türkis austauschen. Rot ist leider nicht so sehr leuchtend, aber ihr könnt es theoretisch auch gegen Rot austauschen. Was ihr machen könnt, ist zum Beispiel, wenn ihr Weihnachtsbilder habt und ihr habt so eine Weihnachtsmütze vom Weihnachtsmann, dann könnt ihr theoretisch da auch die roten Steine einsetzen, die nachtleuchtenden. Und dann habt ihr einen ganz, ganz dezent leuchtenden roten, eine rote Mütze. Ne? Also die roten leuchten leider, leider nicht so sehr stark wie jetzt Türkis oder Weiß. Aber sie haben immerhin einen Leuchteffekt. Und das ist halt ein subtiler Leuchteffekt, sag ich immer mal. Der halt trotzdem gut sein kann. Ne? Also gerade, es kommt immer auf das Bild drauf an. Will ich irgendwo was haben, wo es sehr stark leuchtet? Da muss ich auch schauen, dass ich irgendwas mit Weiß finde. Aber ich finde, ja, man hat halt nicht immer weiß. Also, und will man jede Schrift in weiß machen? Ich weiß nicht. Also da finde ich so ein Türkis natürlich schon schöner oder ein Rot oder so. Es wird auch noch weitere leuchtende Farben geben. Also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ich bin auch gespannt. Ich habe ja schon neue Farben bestellt. Es dauert jetzt noch ein bisschen, bis die ankommen. Und da bin ich mal gespannt, wie die dann leuchten. Das ist halt jedes Mal eine Wundertüte, ne? Weil ich kann natürlich auch nicht reingucken. Und die werden halt extra hergestellt. Und dann bin ich halt auch immer gespannt, wie die Farben dann so sind. Ja, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Und dann gibt es halt mehr Auswahl und dann hat man auch mehr Möglichkeiten, da mal so einen Effekt ins Bild einzubauen. Und auch das macht Bilder einzigartig. Und darum geht es ja in dem Hobby auch. Man will schöne Sachen haben, die vielleicht auch für sich einzigartig sind. Deswegen lässt man ja auch Bilder zum Beispiel personalisieren. Na, man kann ja
Man hätte diverse Plattformen, wo man mal stöbern kann, zum Beispiel bei Pixabay. Pixabay ist eine Plattform, wo Künstler ihre Bilder hochladen, die dann auch frei zur Verfügung stehen. Die kann man auch ganz legal runterladen und dann halt auch benutzen, verändern, was hinzufügen und so weiter. Und da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Man kann nach Stichworten suchen und so. Oder man hat einen Lieblingskünstler gefunden, wo man sich dann wo man sich dann informiert, was der dann an neue Sachen hat oder so. Also es ist schon sehr, sehr cool, vor allen Dingen, dass man die Bilder halt frei verwenden kann. Das machen ja auch viele Shops, egal ob deutsche oder chinesische Shops, die schauen halt auch da, wo sie ihre Bilder herkommen und benutzen die dann halt auch, ne? Ist ja auch völlig in Ordnung, ist ja auch legitim. Die stehen ja auch zur freien Verfügung. Aber ich finde es gut, dass es sowas überhaupt gibt, dass man halt auch selber dann halt auch die Möglichkeit hat, an solche Bilder ranzukommen, ohne da irgendwo Angst haben zu müssen, wegen Urheberrechtsverletzungen oder so. Das ist halt immer nicht so ganz einfach. Ja, dieses Bild ist im Übrigen ja auch lizenziert. Beziehungsweise eigentlich sollte es dieses Bild auch tatsächlich nur in diesem Shop geben. Bei Diamond Painting Factory. Schreibt euch einfach nochmal unten den Link zum Bild rein. Wenn ihr Bock auf Nachshoppen habt, dann dürft ihr das sehr gerne tun. Wer sich da umgucken will und was anderes findet, ist auch in Ordnung. Wer dann auch noch Geld sparen will, darf das auch tun. Ihr habt einen Code von mir, der heißt JaninX. Ganz einfach, wie mein YouTube-Kanal auch. In meiner Kanalbeschreibung habt ihr dann auch noch Codes von anderen Shops, wenn ihr woanders stöbern wollt oder sagt, ich weiß nicht. Ich würde mich lieber woanders umschauen. Da könnt ihr zumindest mal schauen, bei welchem Shop ich Rabatte für euch besorgen kann oder konnte. Und dann, ja, könnt ihr mit den Rabatten dann auch ein bisschen Geld sparen. Ist immer gut. Geld sparen ist immer mehr eine feine Sache, ist immer ganz ehrlich. Wer spart nicht schon gerne Geld? Gerade in der heutigen Zeit ist es halt schon schön, wenn man mal den einen oder anderen Euro sparen kann. Vor allen Dingen, weil ja unser lieber Virus ja auch dafür gesorgt hat, dass viele Leute halt nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben. Ja, und dann ist es natürlich schön, wenn man dann den einen oder anderen Cent mal auch sparen kann. Und ja, ich denke, primär ist es halt interessant für Leute. Also gerade dieses Bild gibt es ja eigentlich nirgendwo anders. Und ich weiß gar nicht, ob es es in verschiedenen Größen gegeben hätte. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Müsstet ihr wirklich mal auf der Seite gucken. Aber dann zahle ich, wenn es ein wirklich ein lizenziertes Bild und wirklich ein Bild ist, was mir persönlich gut gefällt und es wirklich nur in diesem einen Shop gibt, dann zahle ich da auch gerne ein paar Euro mehr. Und dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich dann noch ein paar Mark sparen kann, ein paar Euros, ist das für mich auch in Ordnung. Also da bin ich auch nicht dagegen, sagen wir es mal so. Das Gute ist ja, wirklich das Gute ist ja, ich kann mit meinen eigenen Codes ja natürlich auch sparen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo Bilder bestelle, die ich euch zeigen möchte, dann kann ich die Rabattcodes natürlich auch verwenden und kann so auch ein paar Euro sparen. Für mich natürlich eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Ich kann euch was Gutes tun, mir natürlich dann auch. Und das habe ich zum Beispiel bei diesem Bild auch gemacht. Ich habe mit meinem eigenen Code tatsächlich auch noch ein bisschen Geld gespart. Also dieses Bild habe ich persönlich auch selber gekauft. Das ist nicht gesponsert worden oder so. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Ich muss nicht jedes Bild gesponsert bekommen, um meine Meinung dazu abzugeben. Klar, wenn man natürlich Bilder zur Verfügung gestellt bekommt, ist es natürlich schön, weil man auf der einen Seite Geld spart. Aber liebe Leute, lasst euch gesagt sein, geschenkt ist nicht geschenkt und geschenkt ist nicht umsonst. Also wenn ihr denkt, ah, die hat so viel umsonst gekriegt und hier gesponsert und da, es ist nicht umsonst. Ne? Also für jemand, der, ich sage mal, dass für jemand, der eine Kooperation annimmt, ist es in Deutschland leider nicht so, dass man das umsonst bekommt, sondern man muss es versteuern. Ja, es ist so, dass das auch hier der Staat seine Hände aufhält und sagt, ja, wenn du was geschenkt bekommst, dann versteuer das, weil du hast ja einen Vorteil dadurch bekommen und das musst du versteuern. So, das heißt, nichts ist umsonst. Also ich muss im Endeffekt ist es genauso so, als wenn ich das Bild auch kaufen würde. Also so oder so, das nimmt sich nicht viel, ne? Ich muss es versteuern, weil es ist für mich eine Einnahme.
Aber nur so viel am Rande, da will ich euch gar nicht die Ohren voll weinen. Das ist in Ordnung, ja. Also ich finde es auch nicht schlimm. Ich gebe das bei mir auch alles an. Ich habe extra auch für YouTube ein Gewerbe angemeldet und so weiter, damit das alles auch vernünftig läuft, damit auch da nicht irgendeiner sagen kann, nee. Weil das ist halt oft auch so, dass es viele gibt, die denken, ja, ich mach mal eben einfach so und dann kommt irgendwann mal der große Bumerang und dann geht, heißt es ja, aber warum hast du denn nicht? Und dann kommt die Ausrede, ja, ich wusste das nicht und leider, das hilft niemandem. Ne? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das ist in Deutschland so. Also ich habe mich da im Vorfeld schon sehr, 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 sehr lange schlau gemacht. Ich habe hier wirklich Stunden und Tage zugebracht, wie das Ganze funktioniert und so weiter, bis ich meine erste Kooperation überhaupt angenommen habe, weil ich mir nicht sicher war, wie das Ganze funktioniert. Muss ich da was tun? Was muss ich tun, um mir halt keinen Ärger einzufangen? Ne? Ich möchte natürlich auch nicht, dass sich das da irgendwie Stress gibt, weil ich habe nun mal einen Hauptjob und da kann ich das nicht gebrauchen, wenn da auf einmal irgendwer eine Steuerfahnder oder sonst was bei mir vor der Tür steht und sagt, ja, aber liebe Janine, so geht's nicht. Ne? Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Also da lieber, ich gehe da auf Nummer sicher. Und das ist dann auch für mich völlig in Ordnung. Und dann kann ich aber auch sagen, alles egal, alles super. Ja, so ist das. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das den einen oder anderen von euch überhaupt interessiert. Ja, also es ist halt nicht so ganz ohne. Ja, aber es macht Spaß. Also bei YouTube ist es ja so, man muss halt am Ball bleiben. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um meine 1000 Leute voll zu kriegen, also um euch dazu zu bringen, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich bin natürlich mega froh drum, dass es wirklich so viele getan haben. Ich hätte natürlich auch mit YouTube starten können und es hätte wirklich gar keinen interessiert. Gar keinen. Und dann habe ich nur gedacht, okay, was mache ich jetzt? Also ich habe das schon zum Anfang wirklich überlegt und habe gedacht, was mache ich denn jetzt, wenn das wirklich gar keinen interessiert, was ich hier tue? Mache ich das dann weiter? Mache ich das nicht weiter? Ich glaube, das hat sich der ein oder andere doch auch schon mal selber gestellt als Frage. Und ich weiß, dass es viele gibt, die kommen gar nicht erst so weit, dass sie mal 1000 Abonnenten haben. Und dann denke ich mir so, ja, was hätte ich denn gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt 2 Jahre YouTube gemacht und es hätten sich vielleicht 20 Leute dafür interessiert. Klar, mir macht es Spaß. Es ist aber auch viel Zeit, die dann flöten geht. Und wenn ich jetzt überlege, es wollen nur 20 Leute sehen und ich brauche halt Stunden, um die Videos zu machen, um mir Gedanken zu machen, um die zu schneiden, um die hochzuladen, um vielleicht die zu promoten, ist immer relativ. Und es interessiert sich halt keiner dafür. Dann kann ich diese Zeit aber halt lieber dafür verwenden, zum Beispiel Bilder zu kleben. Oder, weiß ich nicht, in die Badewanne zu gehen oder zu schlafen. Oder ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß es nicht. Aber ich bin natürlich mega happy, dass ihr alle sagt, nee, finde ich gut, abonniere ich. Ich gucke mal, was da noch so kommt. Finde ich richtig, richtig toll. Weil es hätte auch anders kommen können. Und ich glaube, viele, viele, viele kleine YouTuber, und da zähle ich mich auch noch zu, kommen gar nicht erst so weit, dass sie da mal so 1000 Abonnenten bekommen. Weil auch viele sagen, ja, wozu brauchst du denn 1000 Abonnenten? Ganz ehrlich, es ist ja so, dass Diamond Painting auch kein Hobby ist, was ganz günstig ist. Gerade wenn man auch viele Reviews macht und viele Unboxings und so. Da braucht man natürlich, man muss die Sachen ja irgendwo herbekommen. Ja, die wachsen, die fallen ja nicht von den Bäumen oder die liefert mir ja keiner wirklich frei Haus. Also viele Sachen kaufe ich natürlich auch. Und um euch die zu zeigen und um euch zu zeigen, wo gibt's was, wie sieht es aus, wie ist die Verpackung und wie ist so die Qualität und so. Mit 1000 Abonnenten und genug Zeit in den Videos, also genug Schauzeit, Watchtime heißt es, ist es so, dass man halt einfach monetarisiert wird. Das heißt, man kann Werbung schalten und man kriegt da auch was dafür. Das heißt aber, dieses Geld, was ich dadurch bekomme, wandert nicht einfach in meine Tasche, sondern dieses Geld wird dazu benutzt, um neue Sachen zu kaufen, die ich euch dann wieder zeigen kann. Das ist also dann im Endeffekt eine Win-Win-Situation, wo eigentlich jeder mal hin möchte, weil es halt wirklich praktisch ist. Ne? Und mein
Wachs klebt nicht mehr. So, ich muss mal kurz nach meinem Wachs schauen. Mein Wachs will nicht mehr halten. Ja, also das ist natürlich dann immer für mich auch schon so ein bisschen Einnahme, wo ich dann halt auch wirklich Bilder von kaufen kann, wo ich dann auch mal teurere Bilder von kaufen kann, wo ich dann vielleicht nicht drauf achten muss, dass das nur 2,50 Euro kostet, um euch das zu zeigen, sondern da kann man mal auch größere Bilder zeigen oder mal teurere Bilder. Ne, man kann da auch viel mehr machen, wenn man so ein bisschen was als zusätzliche Einnahme hat. So, ich hatte Freundin angefangen, das Wachsblatt, das ist irgendwie verschwunden in meinem Chaos auf meinem Tisch. Na egal, nehmen wir einfach mal. Ich habe ja so eine kleine Schale mit Wachs, was mir irgendwo mal über den Weg gelaufen ist. Das Ding ist, ich fange mit Wachs an, lege das auf den Tisch und irgendwann ist das weg. Verschwunden. Wie von Zauberhand. Und irgendwann, wenn ich dann mal meinen Tisch aufräume und meine diversen Schachteln und hast du nicht gesehen, wo ich dann mal die Sachen reinstopfen muss, damit meine Katze es sich abräumt, dann finde ich auch mal Wachs wieder. Und das ist hier passiert. Ja, ich habe das Problem, dass wenn ich was liegen lasse, meine Katze sehr gerne nachts auf Rundreise und Entdeckungsreise geht und mir dann die ganzen Sachen abräumt. Weshalb ich das immer wieder schön zusammenräumen muss. Und durch dieses Unboxing und hin und her und immer wieder aufräumen und abräumen, sammelt sich dann doch schon mal das eine oder andere in der Kiste an. Unter anderem auch ein paar mehr Plättchenwachs. Ja, also, ja, so ist das. Nee, aber mit dem Watch, mit der Monetarisierung ist natürlich schön, wenn man dann ein bisschen was zurückbekommt. Weshalb es natürlich auch wichtig ist, dass wir Werbung schalten für die Videos. Ne? Also, ja, für euch mag es mit der Werbung tatsächlich doof sein, wenn man dann öfter mal Werbung bekommt. Aber es hilft uns. Und gerade als kleiner YouTuber ist es halt so, dass es die fast mit die einzigste Einnahmequelle ist, die dann irgendwo auch kommt, die sich auch danach richtet, wie viel Content du deinen Zuschauern oder deinen Abonnenten bietest. Also was ich für euch mache, ich kriege das ja dann mehr oder weniger direkt oder indirekt dann auch wieder zurück. Ne? Natürlich freue ich mich, wenn euch die Videos gefallen. Und ich bin auch da mega glücklich drum, dass euch die Videos gefallen. Und ich bin auch mega glücklich, dass wirklich so viele meinen Kanal abonniert haben, dass so viele auch die Videos schauen. Und ich versuche natürlich immer, euch Sachen zu zeigen, die mir persönlich auch am Herzen liegen, die ich persönlich gut finde, die ich auch wichtig finde, euch mal zu zeigen, ob es Tops oder Flops sind, gerade so auch bei den Gadgets. Die Gadgets-Reihe muss ich auch noch weitermachen. Da habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich noch vorbereitet habe, beziehungsweise noch machen möchte. Ich möchte euch noch mal was zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten zeigen, zu den diversesten. Ach, ich habe eigentlich noch total viele Videoideen, die ich eigentlich noch gerne machen würde. Das Problem ist, mir fehlt so die Zeit, weil das Produzieren von den Videos finde ich gar nicht so das Schlimme. Das geht relativ gut von der Zeit her, weil jetzt hier zum Beispiel, ich kann nebenher auch einfach kleben, aber ich muss die Videos ja auch noch schneiden, ein bisschen aufbereiten, muss dann mir noch ein schönes Titelbild überlegen, was mache ich denn da und wie sieht das denn aus und so weiter. Das ist halt alles, was Zeit kostet. Man mag es nicht glauben, aber das sind echte Zeitfresser und die muss man halt auch erstmal haben, die Zeit, um das so zu verfrühstücken und dadurch, dass ihr ja jetzt bei mir auch die AB-Steinchen kaufen könnt im Shop. Manchmal wird die Zeit echt eng. Manchmal wünschte ich mir, dass der Tag nicht nur 24 Stunden hätte, sondern ein bisschen mehr. Dann hätte man ein bisschen mehr Zeit für die ganzen Sachen. Aber ich glaube, da müsste man auch mehr arbeiten gehen. Also davon mal ab. Aber ja, es ist halt, ich muss mich dann so ein bisschen orientieren und ein bisschen schauen, was ich dann als nächstes mache. Ich möchte natürlich auch gerne meine Bilder weiterkleben. Das ist halt nun mal mein Hobby und mir macht das auch unheimlich Spaß. Aber ich muss die Zeit dazu finden. Ich spare noch ein bisschen, damit ihr noch hier auf der Ecke noch ein bisschen besser gucken könnt. Also, ja, das Kleben, das beansprucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Deswegen, ich habe schon überlegt, mir mehr solche Quassel-Videos zu machen, damit ich halt einfach auch ein bisschen Content liefern. Na, also ihr könnt dann zuschauen und ich kann euch ein bisschen was erzählen. Und ja, kann dann einfach mein Bild ein bisschen weiter bekommen. Ein bisschen weiter fertig machen. Aber ich mache es ganz oft halt, dass ich das auch
für mich painte. Ich habe auch schon wirklich überlegt, live zu streamen, aber bei mir ist das Problem, ich kann keine festen Streamzeiten euch bieten. Vielleicht dann höchstens mal spontan, da ist die Frage, wollt ihr das? Mal spontan morgens, mal spontan abends. Dann wäre es aber, das wäre wirklich spontan, das wäre ohne Ankündigung, ich würde einfach live gehen und ihr kommt dann einfach dazu. Wäre das was für euch? Würdet ihr das gut finden? Würdet ihr sagen, nee, ich hätte lieber feste Streaming-Zeiten, damit ich mich drauf einrichten kann? Oder sagt ihr einfach, nee, mach einfach, stream einfach und schau, wer da ist? Also, ja, das ist für mich halt mega, mega, mega schwierig, mit euch da irgendwie was zu machen, weil, wie gesagt, bei mir wäre das halt wirklich sehr spontan, weil ich nie sagen kann, ich kann jetzt immer Mittwochabend. Mal funktioniert es nicht und feste Streamzeiten dann abzusagen, finde ich dann nicht so schön, weshalb ich halt natürlich momentan eher wirklich nur Videos produziere, anstatt auch mal live zu gehen. So, ja, also, wir haben heute einen ziemlich großen Querschnitt von Themen. Ach, ein neues Thema ist übrigens, dass es ziemlich kalt geworden ist. Das wollte ich euch mal sagen. Ich war gestern bei der Post. Wir haben heute Samstag, also ich drehe das die Video am Samstag. Ich glaube, Sonntag wird es erst rauskommen. Geht halt zeittechnisch leider nicht anders, weil das halt auch ein bisschen braucht. Und ja, ich war bei der Post und musste leider ein bisschen anstehen. Und da ja in der Post immer nur so ein paar Leute rein dürfen und der Rest muss halt draußen warten, habe ich dann draußen gewartet und mir war sehr kalt. Ich hatte nur eine relativ dünne Übergangsjacke an. Also so eine dünne, eigentlich schon mehr so eine, ja, Endsommerjacke, sag ich jetzt mal. Und ein langes, langärmeliges Shirt drunter. Aber mir ist echt kalt geworden. Ich habe nur gedacht, Hauptsache, ich komme jetzt mal bald in die Post rein, weil mir echt kalt wurde. Da habe ich drei Kreuze gemacht, als ich wieder in meinem Auto saß. Oder beziehungsweise als ich in der Post drin war, da war es schön warm. Habe ich nur gedacht, es ist echt kalt geworden. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir langsam nähern wir uns dem Winter, ne? Also, es ist oftmals ja noch schön draußen. Jetzt die letzten Tage hat es, glaube ich, mal ein bisschen geregnet, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es darf auch mal regnen. Aber es war nie so richtig kalt. Aber gestern habe ich echt gefroren teilweise, als ich da draußen stand und warten musste, bis ich endlich in diese Post reinkam. Ja, kalt ist es geworden. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich meine ganzen Jacken mal wieder rauskrame, die ich dann brauche. Ja, einfach mal alles wieder zusammensuchen. Ja, wie ist das Wetter bei euch? Habt ihr Sonnenschein, Regen, kalt, Schnee? Ich habe übrigens heute gesehen, keine Ahnung, dass tatsächlich irgendwo in Deutschland auch schon die ersten Schneeflocken gefallen sind. Ha! Muss man sich mal vorstellen. Ich meine, eigentlich ist es ja für November gar nicht untypisch, ne? Sollte man meinen. Wir sind ja schon fast Ende November. Also eigentlich dürfte es ja schon schneien. Eigentlich. Aber ja, die Frage ist, ob es wirklich viel schneit. Also ich glaube, bei uns jetzt hier in Düsseldorf, würde ich sagen, ne. Es wäre mal gut, wenn es nicht so viel schneit in Düsseldorf. Weil teilweise die Leute dann echt kein Auto mehr fahren können. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist genau wie bei Regen. Sobald irgendwie ein bisschen Schnee fällt, können die Leute kein Auto mehr fahren. Ich kann es euch nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ob man dann besonders vorsichtig fährt. Ich meine, ja, man sollte natürlich vorsichtig fahren, wenn es geschneit hat. Aber irgendwie das Gefühl, die Leute sind einfach komisch unterwegs. Manchmal. Klar, gibt auch immer Ausnahmen, aber ich glaube, die Ausnahmen, die dann so komisch Auto fahren, sind die, die dann einem besonders auffallen. Wo ich mir dann manchmal schon denke, mein Gott, fahr doch einfach. Es liegen 2 Zentimeter Schnee. Zwei. Und die Leute fahren, als wenn ein halber Meter Schnee liegt. Also es ist schon manchmal sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Was man alles beim Autofahren erleben kann, ist schon echt witzig. So, ihr Lieben, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange geschwatzt. Ich werde das Video auch gar nicht weiter kürzen. Ihr dürft ruhig alles erfahren, was ich gesagt habe. Ich werde auch nichts rausschneiden. Nee. Alles bleibt hier drin. So. Und ja, wie gesagt, was ich von euch wissen möchte, das sind für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen gespult haben bis fast zum Ende.
Also, ich möchte von euch nochmal wissen Folgendes. Jetzt habe ich meine Fragen schon fast alleine wieder vergessen. Also, ich möchte von euch wissen, soll ich diese grünen Steine austauschen? Also, sprich, die paar Steinchen in grün gegen schöne grüne AB-Steinchen? Ja oder nein? Das würde ich mich interessieren. Und ich möchte von euch wissen, ob ihr es gerne hättet, dass ich einfach spontan live streame. Ich hatte ja wirklich schon überlegt, es spontan zu machen, aber ich weiß halt nicht, ob es gewünscht wird oder ob ihr sagt, nee, ich hätte lieber feste Streamzeiten, die kann ich euch leider nicht bieten. Da habe ich gar keine Chance, gar keine. Weil die kann ich einhalten. Und dann kann es passieren, dass ich sie nicht einhalten kann und dann muss ich absagen. Und ich finde sowas dann immer sehr, sehr schade. Also ich würde das lieber spontan machen, so wie es wirklich passt. Und da kann es dann auch wirklich sein, liebe Leute, dass ich dann mal sonntags morgens oder Samstagmorgen auch live gehe. Also ich wahrscheinlich nicht um 7:30 direkt, weil ich glaube, da schlafen viele noch von euch. Aber ich denke, so ab 9, 9:30 ist es, glaube ich, eine ganz coole Zeit. Ich weiß, dass Samstag viele von euch noch arbeiten müssen, unter Umständen. Aber man kann es ja zum Beispiel auch auf Sonntag verschieben. Ja, man kann ja auch sagen, Sonntagmorgens einfach mal ein bisschen live gehen. Warum nicht? Aber ich will es halt unangekündigt machen, ne? Also wenn ich dann da bin, bin ich da. Ist halt die Frage, ob ihr das dann seht, ob ihr dann einschaltet oder ob ihr sagt, ne, keine festen Zeiten, gucke ich nicht zu. Oder ob ihr sagt, nee, wenn du live gehst, dann gucke ich auch schon mal gar nicht zu. Oh Mann, ja, nein. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Es ist halt schon nicht so ganz einfach. Aber es hat auch keiner gesagt, dass es das alles einfach ist. So, jetzt mache ich nochmal die 3033. Wo ist denn diese blöde Farbe? 3033, da. Ja, wie gesagt, ich mixe ja hier gerade mit den Farben, welche in so einem schönen Dings und ein paar in Zipbeuteln und. Aber ich muss trotzdem immer suchen. Aber es ist für mich einfacher, dass ich da leichter die Sachen wieder verstauen kann. Ja, so ist es. Also es ist es nicht gesagt, aber die Steine lassen sich wirklich super gut setzen. Also bisher habe ich den Kauf nicht bereut. Also was ja mein größter Albtraum ist, es sind so ploppende Bilder. Also Bilder mit ploppenden Steinen, wo dann einfach der Raster zu klein ist. Und wo die Steine dann jedes Mal wieder rauspoppen und jedes Mal muss man die wieder andrücken und jedes Mal ist dann, nee. Das wäre mein größter Albtraum. Ich bin mal gespannt, ob mein Albtraum Realität wird oder nicht. Aber mehr sage ich dazu nicht. Da bin ich gespannt. Bei diesem Bild. Also auf dem kleinen Stück, was ich da unten gepaintet habe, war es definitiv nicht so. Hatte ich keine ploppenden Steine. Klar. Mal Steine nicht richtig festgedrückt, das hat glaube ich jeder mal, aber da sind keine mehr hochgekommen. Auf dem Teststück auch nicht. Und hier bin ich mal gespannt. Und hier möchte ich wirklich gerne diesen Panda-Kopf fertig haben. Aber dazu muss ich diesen ganzen Krempel hier auch natürlich noch painten. Ich bleibe dran. Wichtig ist aber erstmal, das muss ich jetzt dann erstmal nachher auch aufhängen. Wisst ihr was? Das Video geht jetzt eine ganze Weile. Das geht jetzt auch noch weiter. Das ist mir jetzt völlig egal. Ich werde das jetzt hier noch ein Stück fertig painten und dann zeige ich euch gleich mal das, was ich mit den Schnüren befreuen meinte. Eingangs, dass ich das ja aufhängen möchte. Das mache ich gleich mit euch zusammen. Und wenn ich mich dabei dusselig anstelle, ist mir das auch egal. Ihr dürft es sehen. Ja, also ich bin auch nicht unfehlbar. Ich probiere auch viele Sachen aus. Und darum soll es ja auch in dem Hobby gehen. Man soll ja auch manchmal einfach Sachen ausprobieren. Wenn ihr euch nicht sicher seid. Klar, man sollte nicht Sachen um jeden Preis ausprobieren. Bei vielen Sachen, wo man sich nicht sicher ist, sollte man vielleicht auch mal fragen. Aber viele Sachen kann man probieren, sofern man dieses Bild dann nicht beschädigt oder so. Anders tun wir ja nicht. Wir beschädigen ja kein Bild, sondern wir nutzen ja nur die Leinwand. So, da ist noch ein bisschen, noch ein bisschen schieben. So, aber es sieht echt ganz gut aus. Was ich natürlich gemacht habe, habt ihr gesehen, ich habe hier ein Lineal an den Rand gelegt, damit ich einfach den Rand ordentlich gerade bekomme, weil das natürlich immer, das sieht man ja auch und wenn ich nachher den Rand abschneide, dann kann ich ihn wenigstens gerade abschneiden und habe dann keinen Hubbel drin. Ja, das ist für mich natürlich auch immer wichtig. So, habe ich jetzt hier noch so ein paar Dinger, ja.
Die mache ich noch eh mit euch fertig. Und dann nähen wir eine Runde an der Leinwand rum. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber ich glaube, das geht ganz gut, weil ich habe das Problem echt, ich habe so Klammern, die eignen sich ganz gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufhängung habe und ich habe da lauter Klammern dranhängen, zumal ich ja hier diese Klammern auch nicht benutzen kann. Ihr könnt euch höchstens einen Hosenbügel draufhängen und dann hänge ich da zwei Hosenbügel drauf und dann passen da keine mehr drauf. Das ist halt sehr. Ja, da passt halt da nicht mehr viel drauf. Aber mit so einer Schnur, wie jetzt hier, von so einem roten Faden, hör mal, guckt mal, wie viel da drauf passen. Da kann ich 50 Bilder dranhängen. Ich meine, 50 Bilder sieht zwar ein bisschen kurios aus, aber theoretisch würde das gehen. So, theoretisch. Und darum geht's ja. Ne? Dass ich eine Möglichkeit habe, meine ganzen Bilder irgendwo hinzuhängen, die ich gerade noch, sag mal, anfange zu painten, um euch dann so ein bisschen einen Einblick geben zu lassen oder zu können. Ich werde vermutlich nicht alle Bilder von den Unboxings weitermachen können. Schaffe ich nicht. Seien wir ganz ehrlich, liebe Leute, schaffe ich nicht. Aber ich werde versuchen, so hin und wieder mal ein, zwei, drei zwischendurch dann auch weiterzumachen, dass ihr dann einen Eindruck weiterbekommt. Vielleicht auch fertig machen. Es kommt immer auf die Größe an. Also die ganz großen werde ich so schnell ja nicht fertig bekommen. Aber die kommen dann einfach ans Projekt, als Projekt an an den Haken dran. Und dann kann ich die irgendwann so zwischendurch weitermachen. Wie gesagt, die Boxen und der ganze andere Krempel kommt hier in diese A4-Tüten rein, die ich dann auch zumachen kann. Und wenn ich dann weitermache, dann hole ich mir wieder so eine Plastikschale, sortiere mir meine Dosen wieder da einfach rein, der Reihe nach, und dann kann ich weiter painten. Das ist also überhaupt kein Problem. Sehr, sehr, sehr für mich sehr angenehm, weil ich natürlich diese Dose nicht in meinen Beutel reinbekomme. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da auch immer die richtigen Sachen hier gerade erwische zum Painten. So, bin gleich soweit, wir können gleich weitermachen. So, dann habe ich nämlich aber zumindest schon mal ein ganzes Stück geschafft, mit euch gequatscht. Mein Gott. Und dann geht heute ein extra langes Video online. Beziehungsweise, ja, heute. Wenn ihr es seht, ist es heute. Für mich ist es dann morgen. Aber wir sind schon mal sehr weit gekommen. Also es wird. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da wird es zwar zwischendurch Updates geben. Vielleicht auch immer nur mal so kleinere Videos, wirklich kleinere Videos, wie weit ich gerade bin mit den ganzen Sachen. Dann können wir hier einfach mal so kleine Updates für die ganzen Projekte machen, dass ich wirklich dann mal zeige, wie weit die einzelnen Projekte sind, wo sich was geändert hat. Ja, das könnte man machen, mal so als Zwischendurch-Videos. Was meint ihr? Bestimmt gut, oder? So, passt mal auf. Ich räume jetzt erstmal alles schnell weg. Also alles mal eben schnell hier in die Kiste rein. Meine drei Flaschen, die ich noch habe. Meine ganzen Zipptüten. Zack. Mein Gott, sind das viele Zipptüten? Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Zipptüten habe. Gut, einmal beiseite stellen. Könnt ihr mir mal verraten, wo die herkommen? Ich habe so eine schöne Schale. Kennt ihr? Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, ne? Aber wenn bei mir irgendwo Steine rumfliegen und ich nicht mehr genau weiß, welche Farbe das ist, ich vermute, dass hier irgendwo was aufgegangen ist. Irgendeine Tüte ist aufgegangen. Oder ich habe nicht richtig abgefüllt. Ist egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Gut. Also, dann mache ich die in so eine Schale und dann kommen die hinterher in so eine kleine Flasche rein. Da sind schon diverseste Sachen drin. Hier kann ich euch auch mal zeigen. Wartet mal. Hier. Schaut mal. Da ist alles Mögliche drin, weil wenn ich immer Steine abpacke, dann fliegen mir auch immer so irgendwie Reste dann irgendwo durch die Gegend, wo ich dann denke, wo kommt der denn jetzt her? Und da ich immer keinen Bock habe, das irgendwo zu sortieren, habe ich hier so eine kleine Flasche, wo die Sachen dann immer alle reinkommen. Da sind AB-Steinchen drin, da sind nachtleuchtende Steine drin, also normale Steine drin, runde, eckige, ein paar Steine sind da auch drin. Da ist irgendwie alles drin. Aber ich finde das eigentlich ganz cool und ist auf alle Fälle eine schöne runde Box. Da mache ich das auf jeden Fall rein und ja, das ist halt, weil die Steine sind ja nicht schlecht, die sind ja noch gut. Und die kann man für irgendwas hinterher immer mal verwenden. So, jetzt mache ich das mal zu.
Weil ich habe ja zwischendurch auch nochmal so Sachen zum Versiegeln, die ich dann bekleben muss. Und da nehme ich dann einfach solche Reststeine, die ich da kann ich dann ganz gut benutzen. So, so, jetzt habe ich meinen ganzen Tisch ausgelagert auf einen anderen Tisch, damit ich hier euch das zeigen kann. Passt mal auf. Und zwar habe ich ja gesagt, ich will das hier oben machen. Jetzt muss ich allerdings mein Bild erstmal wieder runternehmen. So, und zwar die Ecke. Da. Dann nehmen wir mal mein Brett. So. Dann lege ich mein Brett quasi irgendwie so. Passe? Links, rechts? Ja, so halb mittig drauf. Es ist nicht ganz schlimm, wenn das nicht ganz mittig drauf liegt. Dann nehme ich mir einen Stift. Wartet mal, ich mache mal hier noch ein bisschen die Folie ab. Oder gehe ich durch die Folie? Ich gehe durch die Folie, komm, ist egal. Schaut mal, seht ihr das? Jetzt habe ich hier einen Strich, da und da. Und das Gute ist, wenn ich das immer gleich mache, dann sind die Fäden natürlich immer an der gleichen Stelle. So, was ich jetzt habe, haben will, haben muss, sind Nadeln, ihr Lieben. So, ihr Lieben, ich habe endlich eine Nadel gefunden. Schaut mal, wie ihr sehen könnt, es ist so eine einfache Sticknadel. Da habe ich jetzt einen langen Faden dran gemacht. Ihr könnt da egal was für einen Faden nehmen. Der sollte nur ein bisschen stabiler sein und nicht so ein, ich sage jetzt mal, so ein normaler Nähfaden sein. Der geht wahrscheinlich eher schneller kaputt. So, jetzt den habe ich auch ein bisschen länger genommen, dass ich da nicht hier oben zweimal einfädeln muss, sondern nur einmal. Schaut mal, jetzt habe ich da ja die Striche gemacht. Jetzt gehe ich einfach mit der Nadel hier durch. Also da kommt ihr auch ganz einfach durch. Zieht euch den Faden durch. Da muss man ein bisschen gucken. So. Macht das ungefähr so lang, wie ihr es haben wollt. Oh, ich mache das jetzt so lang, so dass ihr da noch einen Knoten reinmachen könnt. Bei mir ist das jetzt so lang. Ich schneide das jetzt auch einfach mal ab. Passt das? Ja, nicht ganz so lang vielleicht. So. Dann schnibbel ich das hier einfach mal ab. Ich werde das auch noch mal als Tipps und Tricks Video machen, weil ich das echt ganz praktisch finde. Für zum Aufhängen. Für zum Aufhängen ist auch ein gutes Deutsch, aber ist egal. So, dasselbe machen wir hier auch nochmal. Einfach mal durch. Zack. Dann könnt ihr das nämlich auch mal sehen. So, Nadel durch. Und jetzt könnt ihr hier einfach zack, die Nadel auch wieder raus machen. Die braucht ihr nämlich nicht mehr. Zack. Ich hatte mir mal so ein Mehrpack, so 50 Nadeln oder so bei Amazon gekauft. Ne, Quatsch, bei Amazon, bei AliExpress. Aber ihr könnt auch jede andere Nadel nehmen. Hauptsache, ihr kriegt den Faden da durch und einmal durch die Leinwand. So, und wenn ihr jetzt könnt ihr, jetzt müsst ihr natürlich nur schauen, dass die Knoten von der Seite und von der Seite gleich lang sind. Und dann könnt ihr das quasi auf den Bügel hängen. Wo ist er denn? Wo ist mein Bügel hin? Da ist er. Schaut mal. Dann könnt ihr das dann halt einfach hier so, sag mal, wenn das jetzt hier der Bügel wäre. Na, komm. So, dann könnt ihr das dann halt einfach so dann aufhängen. Ihr solltet halt nur zwei davon haben. Dann könnt ihr an der Schrankwand oder an der Tür quasi, könnt ihr auch an der Tür machen, ein links, ein rechts. Und dann könnt ihr die Sachen dann aufhängen. Wenn ihr das an der Tür macht und ihr habt natürlich nicht so eine breite Tür wie jetzt hier, dann macht die halt einfach schmaler. Ja, ihr könnt ja die Abstände auch schmaler machen, so dass es dann trotzdem gut hängt. Ich mache es jetzt bei den großen Bildern halt so, dass ich das trotzdem ein bisschen weiter aushänge, damit hier diese sich nicht so knicken oder so, damit das halt ein bisschen weiter hängt. Aber da könnt ihr halt einfach mal schauen, ob ihr eher größere oder kleinere Bilder habt. Aber das ist auf jeden Fall gut, weil die Fäden rutschen euch nicht mehr raus. Anders ist es bei den Hosenbügeln, da rutschen die Bilder dann doch schon mal runter, wenn die nicht so ganz fest klammern oder wenn ihr die auf so, ja, manchmal sind die Leinwände halt einfach ein bisschen rutschiger. Und dann habt ihr leider das Problem, dass die dann halt auch runterrutschen. Ist mir häufig schon passiert, weshalb ich dann oftmals so Foldback-Klammern drunter klemme oder mal zwei, drei Bilder zusammenklemme. Und das mit dem Faden ist natürlich mega einfach und mega praktisch. Ja, weil ihr die dann halt auch einfacher wieder abkriegt, ne? Ihr könnt die dann einfach runterfummeln, die Sachen dann wieder runternehmen und fertig ist es. Also geht natürlich auch mega, mega, mega easy. So. Ja. Und ich werde das aufhängen. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es heute ein bisschen
länger war als sonst. Also sehr, 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 sehr lang ist schon fast, schon fast zu lang. Aber naja, es muss auch mal sein. Ich werde das Bild auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde mal meine ganzen Projekte, die ich noch angefangen habe, mal zusammensammeln und also zumindest die, die ich jetzt hier so hängen habe, um sie weiterzumachen, mal zusammensammeln. Die werde ich euch mal in einem Video zeigen und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nicht doch das eine oder andere wirklich auch fertig bekommen. Ja, und dann wird es dazu auch häufiger mal ein Update geben. Dann wollte ich auch noch mal ein Video machen mit den fertigen Bildern. Ich habe leider nicht so viele fertige Bilder. Leute, trennt euch von dem Gedanken, dass nur weil ich YouTube mache, mega, mega viele Bilder fertig habe. Dadurch, dass ich sehr viel unboxe, ist halt nicht so viel fertig. Nein, also ich painte zwar zwischendurch, ja, aber so wie ich gerade Zeit habe und bei mir sind leider nicht so viele Bilder fertig. Also da muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist so leider nicht, ne? Also, ja. Ich mache halt auch so, wie ich Lust habe. Und das ist eigentlich das Wichtige an dem Hobby, damit man lange dran Spaß hat. Man soll so machen, wie man Bock drauf hat. Und in diesem Sinne, liebe Leute, fühlt euch mal ganz lieb gedrückt von mir. Ich wünsche euch noch ein ganz tolles restliches Wochenende, einen ganz tollen Start in die neue Woche. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr weiter dabei sein wollt, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, weil so erreicht man natürlich auch die Leute, die es dann auch sehen wollen. Und ja, hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch was ganz Tolles und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi!